Hallo und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill 2. Wir sind durch das Gefängnis gelaufen und immer wieder in irgendwelche Löcher gesprungen, weil wir das so gut können. Und jetzt haben wir hier gespeicherten Krempel gefunden. Ich ahne, dass hier dahinter ein eventueller Bosskampf kommt. Ich habe mich schon innerlich darauf vorbereitet. Okay, kein Bosskampf. Das wundert mich. Es hat alles so danach gerochen. Was ist das? Doch nur ein paar Verwaltungsblätter. Ich sehe nichts. Ja? Ich mag diese Hintergrundmelodie hier eigentlich gar. Was ist das? Dieser gespannte Draht versperrt mir den Weg. Heißt das, wir brauchen einen Seitenschneider? Einen kleinen, süßen Seitenschneider? Oder ist das nicht gewollt? Was ist denn hier los? Hä, warum ist hier eine Wand? Wer baut denn sowas? Okay, hier ist eine Wand. Gibt's hier eine Karte? Keine Karte. Ich habe eine Karte? Wieso hab ich eine Karte? Ach, er malt sich eine Karte, oder was? Oh nee, ey. Jetzt kriege ich gerade Shadow Hearts Covenant Rückblenden. Ich habe mich da mal verlaufen am Anfang. Das habe ich auch im Let's Play, glaube ich, erzählt gehabt. Und dann habe ich mir versucht, eine Karte zu malen. Ich kam nur bei dieser Karte nie weiter. Die hat mir absolut nichts gebracht, diese Karte, die ich mir da gemalt habe. Die hat mich einfach noch mehr verwirrt. Und das Schlimme war, dann habe ich es ja hier im Let's Play gespielt. Und hier war dann dieser Abschnitt, den ich da vermeintlich aufgemalt habe, in dem ich mich 2 Stunden lang verlaufen habe. Der war hier, glaube ich, in einer Viertelstunde fertig. Da habe ich mir gedacht, hä, war mein Gehirn so verwirrt damals, dass es absolut nicht hingehauen hat, scheinbar. Ich muss gerade mal hier gucken, um abzuschätzen, was ich eigentlich... Okay. Ja, ne? Da vorne kommen wir nicht hin, nicht lang. Ich finde es gut, dass das mitmalt und ich finde es sehr gut, dass wir wissen, wo das ein Pfeil ist. Ich finde nur nicht gut, dass wir hier so viel Platz haben. Ich würde erstmal oben das nehmen, weil das hier nach unten reicht. Und ich möchte auch nicht in ein Loch, ich will nicht schon wieder in ein Loch reingehen. Wir sind ständig in irgendwelchen Löchern. Ich finde es aber schön, dass hier keine Töne gibt. Wirklich. Also das finde ich echt gerade sehr cool. Was ist denn das jetzt? Scheinbar egal. Was ist das? Also, hier gefällt es mir echt. Was ist das? Großes Messer. Da liegt doch noch was. Was ist denn das jetzt? Das ist echt... Die haben mir Aua gemacht. Die machen mir echt Aua. Nee, das funktioniert so nicht. Warte mal. Wuchtige, von Pyramidenkopf geführte Waffe. Schwer zu handhaben, aber tödlich.
Okay, die haben mir nicht so schlimm Aua gemacht. Es sah nur so aus, weil hier gerade so komisch... Wir machen erstmal hier unten fertig und dann gehen wir da wieder hoch. Okay. Okay. Ich bin gerade falsch, aber egal. Wir gehen hier über mal die Karte. Wir gehen mal hier zur Karte. Okay, gut. Ja, krass. Dann... gehen wir da unten hoch. Ach, cool. Wir sind jetzt nur noch runtergegangen, um das Pyramidenmesser zu holen. Ist aber eigentlich okay, weil jetzt haben wir schon mal die beiden... Ja, jetzt haben wir die beiden fertig. Das Pyramidenmesser, würde ich sagen, könnten wir jetzt da unten benutzen, um das durchzuschneiden. Wir gehen mal kurz... Sollen wir jetzt schon speichern gehen? Wir haben jetzt nicht so viel geschafft. Gerade mal 6 Minuten, da brauchen wir nicht unbedingt speichern gehen. Ihr müsst jetzt, ja, genau. Also ich wollte das nur schnell mal umbringen. Ich glaube auch, vielleicht wäre es tatsächlich besser, wenn ich jetzt wieder anfange, mit dem Stahlrohr zu hauen, weil irgendwie geht unsere Patronen ganz schön von... sagte sie und schoss wieder drauf. Wasser sieht irgendwie krass aus. Ich mag das Wasser. Okay. Was ist das? Hä? Ist nicht unbedingt unsere Waffe, würde ich sagen. Okay, ich weiß nicht, was das sein soll. Hat sich jetzt was geändert? Wo bin ich? Hier ist eine Tür. Kann das sein, dass ich das so drehen muss, dass die Tür da ist? Hier ist noch eine Tür. Das ist gar keine Tür. Hä? Okay, Wir drehen mal auf grün.
Hä? Wo ist es hin? Okay, ich habe da mal eine Vermutung abzugeben. Die Tür ist jetzt zu, weil grün zu ist. Hier ist es wieder offen, würde ich sagen. Ach ja, genau. Aber falsch rum. Hä? Nee. Also ich gehe davon aus, dass jetzt nur da hinten den Raum irgendwie verändert und nichts anderes. Okay, das, was ich am Anfang erzählt habe, hat sich jetzt erübrigt. Das stimmt schon mal nicht. Okay. Hat sich jetzt hier was geändert, wenn man das so... Ja, es hat sich so geändert. Warte mal. Also ich müsste erstmal wissen, wo ich überhaupt lang soll. Bestimmt geradeaus, oder? Also ich habe es jetzt einmal so gedreht. So. Wir gucken jetzt mal, was passiert ist. Ist das so gewollt? Oh! You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you talking about? Just before, don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Okay, jetzt hat das sogar schon fast einen Sinn, diese Anfangssequenz. Okay.
Okay, wir kommen da nicht rüber. Was ist hier los? Ein Seitenschneider. Oh Gott. Drahtschere. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie einen Tonfehler. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier erstmal nichts mehr machen können. Wisst ihr was? Wenn du mich ärgern willst, dann lass mich halt. Hab da jetzt echt keine Lust drauf. Wir gehen erstmal speichern, weil wir einiges geschafft haben, glaube ich. Ging es denn lang? Hier lang? Was? Wie geht's hier gar nicht lang? Hä? Hier geht's ab. Okay. Okay, wir müssen hier vorne links und dann rechts. Also da, wo die Toten liegen, da nicht reinlaufen, da ist Ende. So, hier kann ich speichern. Okay, also wenn das so weitergeht, dann ist das okay. Aufzug. Ja. Gucken, wie das heißt. Aufzug. Okay, gut. Immer noch Aufzug. Verwaltungslabyrinth. Soll das ein Labyrinth sein? Okay. Dann Drahtschere, du bist dran. Ich rufe dich. Gehen wir erstmal hier hoch, wenn wir einmal hier sind. Ach ja. Sind wir also hier? Jo. Hier ist mir eindeutig zu viel Platz. Okay. Ich laufe jetzt mal in die Mitte. Gut, also hier ist schon mal nichts. Schön. Kann ich mitleben, muss ich sagen. Kann ich sehr stark mitleben, okay? Hier ist so ein Abschnitt, den müsste man am besten in einem Stück spielen, aber ich kann leider nur noch diese eine Folge fertig machen erstmal.
kann ich erstmal 6 Tage nicht spielen. Das ist eine schöne Wand. Kannst du mal hinter ihn? Okay. Mal gucken, dass es von oben kommt. Hey, na? Ich fühle mich schon voll, wir gehen erstmal hier hoch. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht von hier, oder? Rechts rum. Bin ich denn? Okay, ich habe jetzt ist es soweit, ich habe den Überblick völlig verloren. Ach hier. Okay, vielleicht geht's doch noch mit dem Überblick. Ich bin mir noch nicht sicher. Also am liebsten wäre es, wenn wir hier direkt wieder rauskommen, irgendwie aus diesem, was auch immer das ist. Denn jetzt hier schon wieder los. Wir sind willkommen von da. Wir könnten jetzt da wieder hochgehen. Wir gucken einfach mal jetzt hier hoch. Nicht einfach brechen, bitte. Das ist nicht schön. Bitte nicht. Okay. Auf welcher Ebene sind wir jetzt? Oh. Okay. Geht's hier denn auch hoch? Oh Mann, warum malt er denn nichts mit? Was ist denn los mit ihm? Da liegt eine Zeitung auf dem Boden. Sie weist mehrere Flecken auf, die wie Blut aussehen, und sie ist teilweise unleserlich. Die Leiche eines Mannes, später identifiziert als Thomas Oroburo, Holzfäller, Alter 39, wurde immer aufrecht liegend entdeckt. Die wahrscheinliche Todesursache waren mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Zeitpunkt des Todes liegt zwischen 23
Uhr und 24 Uhr. Aufgrund der Spuren eines Kampfes im Raum und des fehlenden Tatwerkzeuges betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Ouroboro, offensichtlich betrunken und gewalttätig war, vermutete die Polizei alternativ nicht Raub als die Art des Verbrechens, aber Gefangenschaft. Keine Ahnung. Wir machen mal ein anderes. Irgendwann komme ich hier gar nicht mehr klar, weil ich Speicherstände habe. Wir machen mal das hier. 9 kb. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir machen das mal. Okay, gucken wir mal in die Tür rein hier. Speicherpunkt vor einer Tür. Das ist meistens nicht ganz so geil. Doch eine Zeitung. Gut, die überall an den Wänden und in dem Boden sind Zeitungen. Es scheint aber alles uninteressant zu sein. Was? Sorry. Also, das ist irgendwie seltsam. Datum, das ist irgendwie seltsam. Seltsam. Irgendwie seltsam. Daddy, please don't. Laura? Nee, nicht Laura, die andere. Angela. Das ist echt Angela. Die hat doch ihren Vater gesucht. Das ist auf jeden Fall ein Bett. Hey! Wie geht's denn mir eigentlich? Wie viel Schaden macht mir das denn? Okay, geht noch. Are you okay? Angela, relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick! You said your wife Mary was dead, right?
Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... Das hier für ein komischer Raum. Also, ich fand da, dass man das ein bisschen so deuten könnte, als ob irgendjemand auf einem anderen auf einem Bett liegt. Also, so hätte ich das hier jetzt gedeutet. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich wieder irgendwelchen Mist rein interpretiere. Aber das sah so für mich aus und. Wurde die Angela von ihrem Vater missbraucht? Wir gehen mal ganz kurz speichern und dann gehen wir mal da durch die Tür. Also wir haben jetzt hier den Eddie im Gefängnis getroffen, wir haben die Maria hier unten getroffen, wir haben die Angela hier unten getroffen, also fehlt noch die Laura. Die müssten wir jetzt auch noch irgendwo hier treffen, dann hätten wir sie alle hier unten oder zumindest hier in der Nähe. Wir trinken mal schnell was. Das hier erinnert mich gerade an den Apartmentkomplex. Geh erstmal in die erste Tür, die wir sehen. Hä? Das gefällt mir aber nicht. Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn das für ein Raum? Kann ich euch? Sein Gesicht mit einem Blatt Papier bedeckt, darauf steht etwas geschrieben. Dieser Mann wurde wegen Mordes gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Entführung gehängt. Recht und Rache wurde damit Genüge getan. Und warte. Dieser Mann wurde wegen Betrugs gehängt. Recht und Rache wurde damit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Diebstahls gehängt. Recht und Rache wurde damit Genüge getan. Das ist ganz schön hartes Gericht. Wegen allem wirst du hier gehangen. Erhangen. Dieser Mann wurde wegen Fälscherei gehängt. Recht und Rache wurde damit Genüge getan. Okay. Dann bleibt da hängen. Das ist kein Problem. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Wir gehen erst mal links, bevor wir geradeaus gehen. Verdammt. Aber hier gibt es auch gar keine Soll ich mich jetzt hier hängen? Nee, die wurden doch alle gehängt hier. Notice. Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Mord.
tote Männer baumeln in einem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? Die Zungen blau und das Gesicht aschgrau, wie sie sich drehen und wiegen, oh schau. Der Erste, er mordete den Metzgermann, briet ihn in der großen Pfanne dann, serviert ihn seinen hungrigen Gästen und gab auf deren Bitten Nachschlag zum Besten. Der Nächste mit Lachen und Zuckerwerk, stahlarme Kinder von den Straßen am Berg. An Männer in gar widerlicher Kleidung verkaufte die Braven als deren Sklaven. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck, der Tropf. Am Morgen ist er im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit Bier gefüllt den Kropf. Das war die Zeitung. Der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand und Tand. Aber der Regen war sein Verderben, die Tinte rann, sein Leben liegt in Scherben. Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient, des Tags, hortet und packt es fort, so sacht, verschwand still und heimlich in der Nacht. Zu Asche verbrannt zwei Häuser und ein Haus. Der Sheriff weiß nicht ein noch aus, sieht einen Fremden in der Stadt mit Vase, sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase. Tote Männer, baumeln in dem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? 6 Fuß lang und 6 Mann breit, um ihren Hals die Schlinge liegt bereit. Sollen wir einfach mal an irgendwas ziehen? Da hängt ein Seil von der Decke. Ich habe das Gefühl, das ist ein Rätsel. Deswegen müssen wir noch mal hier rein und ich muss mir das aufmalen. Ich habe einen Zettel. Und ich habe das. Okay, also. Eins, zwei, drei. So. Dieser Mann wurde wegen Mordes. Okay, Mord. Mord. Entführung. Entführung. Kann man das mal so hinlegen, so? Betrug. Betrug. Brandstiftung. Brandstiftung. Diebstahl. Diebstahl. Ich hätte vielleicht keinen Textmarker nehmen sollen, um es aufzuschreiben. Ich kann das gar nicht lesen. Fälscherei. Mord, Entführung, Betrug, Brandstiftung, Diebstahl, Fälscherei. Okay, ich kann es noch lesen. Ich habe mir das jetzt mal so schräg aufs Bein gelegt. Und jetzt gucken wir mal den Zettel an. Ich habe gerade mal auf die Aufnahme gemacht. Ich kann euch sagen, heute Nacht Regen. Also, wahrscheinlich war vor einer Woche Regen bei euch. Okay, alles klar. Also hier steht etwas, also hier unten steht, man soll dran ziehen, um eine Belohnung zu bekommen. Und ich habe erst gesagt, man muss sich vielleicht irgendwas aussuchen. Aber dieser große Zettel ist ja anders.
tote Männer. Der erste, Mord. Der zweite, Entführung. Okay, wartet mal. Die 1 und 2 sind dieselben. Also, hier haben wir Mord gehabt. Mord war die 1. Mord. Dann hatten wir Entführung, die Kinderseelen. Werde 2. Dann hat, jetzt haben wir Diebstahl. Dieb ist unten drunter die 3. Der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine. Das ist Fälscherei, würde ich sagen. Oder Betrug. Für Pfand und Tand. Aber der Regen war sein Verderben. Die Tinte ran, sein Leben liegt in Scherben. Betrug oder Fälscherei? Wahrscheinlich eher Fälscherei. Fälscherei, dann mache ich hier mal die 4 draus. 4. Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient, des Tags. Betrug. 5. Und dann haben wir hier Brandstiftung, müsste als letztes kommen. Zu Asche verbrannt 2 Häuser. Okay. Also, von oben nach unten hätte ich jetzt Mord. Warte mal, Mord, Entführung, Diebstahl, Fälscherei, Betrug, Brandstiftung. Wenn man gespannt, ob das diese irgendwie funktioniert. Also, wir ziehen, das hier war Mord. Mord. So, Entführung. Wisst ihr, was komisch ist? Dass ich heutzutage so auf die Grafik gucke, weil ich ja so viel aus dem Durcheinander spiele und so. Mir ist an sich, Grafik muss gut sein, aber die Story ist ja das Wichtige. Aber ich messe mit zweierlei Maß. Also hier ist ja nur die Grafikfehler wegen der PS3. Aber trotzdem, hier stört mich nicht ein Grafikfehler. Also ich weiß nicht, ob es hier nicht überhaupt Grafikfehler gab früher. Aber das stört mich echt null. Warte mal, das ist Diebstahl. Diebstahl Nummer 3, ja? Ich müsste das eigentlich mal alles abfotografieren, weil ich mir hier ständig aufmale. Diebstahl, so. Dann Fälscherei war hier hinten. Vier. 5. Betrug ist hier vorn. 5. Kann das sein, dass die alle wieder hochgegangen sind? Die sehen alle so gleich aus jetzt. Jetzt ist das doch unten. Hä? Und das ist jetzt Brandstiftung. Also jetzt fühle ich mich gerade wieder total unsicher, als ob ich Mist gemacht habe. Ja. Ich habe Mist gemacht, glaube ich. Wir gucken mal, ob sich das jetzt irgendwie geändert hat vorne in dem Raum, aber ich habe echt Mist gemacht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber es hat mir irgendwie, es hat sich angefühlt, als ob es richtig wäre.
Hier liegt das Papier, das das Gesicht der Leiche bedeckte. Hä, warte mal. Der Schlüssel. Ich will mal an was anderem ziehen jetzt. Einfach mal so. Wir ziehen jetzt einfach mal an der Nummer 4. An der Fälscherei. Ich will mal gucken, ob das da, also ob ich einfach die ganze Zeit hin und her rennen muss. Oder ob das jetzt richtig war. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also da mal dran gezerrt. Wir zerren jetzt mal an dem Ding hier. Und gehen mal zurück und gucken. Okay, es war richtig. Ich habe doch keinen Mist gemacht, Leute. Es war richtig. Cool. Das heißt, wir gehen speichern. Ich habe gedacht, das fällt da direkt runter, aber irgendwie doch nicht. So, wir gehen mal speichern, dann gehen wir da hinten durch die Tür. Brauche schon meinen krassen Zettel nicht mehr. Wo geht's denn jetzt zum Speichern? Ich glaube geradeaus rechts, gell? Ach nee, einfach nur geradeaus. Ich wage mich mal weit aus dem Fenster zu lehnen und sage, bisher läuft's ganz gut, oder? Ich habe mich schon gebessert seit Anfang. Seit wir das Spiel angefangen haben. Bin ja schon fast ein bisschen stolz. Ich mag nur diese schwarzen Gänge nicht. Aber ich hänge nicht auf ewig dumm rum. So, hier rechts waren die Gehängten. Links waren auch Hängende. Jetzt gehen wir hier durch. Was ist hier los? Ach! Hier müssen wir Schlüssel benutzen. Aha! Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgenommen wurden. Da ist doch gar kein Problem. Wir haben da was gefunden. Das hier zum Beispiel. Schlüssel des fälschlich Angeklagten. Schlüssel, den der zu Unrecht hingerichtete Häftling zurückließ. Wieso hat ein Häftling Schlüssel? Komisch. Oh, die Kurbel, die erinnert mich so an Resident Evil. Oh, ich habe die falsche Waffe in der Hand. Oh, wir sind wieder hier unten. Yay! No! Warum malst du nichts? Abgeschlossen. Guck mal, warte mal, hat er jetzt was gemalt? Jetzt mal ja zwei Schritte gegangen. Ah, jetzt malt er was. Okay. Die ist abgeschlossen. Hab ich den Schlüssel? Nee, ich könnte mit dem Messer drin rumgiegeln, aber wahrscheinlich. Was sollen wir mit dem großen Messer machen? Ist das eigentlich wirklich ein Pfeil mit seinem Messer? Das ist so klein, das ist irgendwie größer in Erinnerung. So. Ich weiß auch nicht. Nur wenn ich die Cosplayer sehe oder diese ganzen Figuren, die es von dem gibt, das sieht das Messer so riesig aus. Maria? Hä? Maria? Maria, no! Hä? What happened to you? Why? Why? Warum ist denn sie kaputt?
Mary. Na, super, klasse. In diesem Raum gibt es nichts. Ist sie wirklich tot, oder was? Oh. Okay, hier ist zu viel Platz. Hier ist ein Friedhof. Ich habe Schrotpatronen. Der Name auf dem Grabstein ist zu zerkratzt, um ihn lesen zu können. Grabinschrift. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Der Name auf dem Grabstein ist zu zerkratzt, um ihn lesen zu können. Ein Name auf dem Grabstein. Miriam K. Oder K. Miriam K. Verräterin. Ja, ich komme gleich da hinten. Der Name auf dem Grabstein ist zu zerkratzt, um ihn lesen zu können. Oh. Oh, oh. Okay. Katakombe. Okay, wir haben hier zwei Gräber. Ich würde jetzt mal schnell hier gerne den Rest noch einsammeln wollen. Ich will mich jetzt hier nicht in den Grab legen, also bitte. Kannst du dir mal anreden? Zu zerkratzt. Okay, dann sammeln wir erstmal das hier ein. Schrotpatronen. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Walter Sullivan. Walter, den kennen wir auch. Hä? Steht hier hinten auch noch was drauf? Nee, die können wir nicht von hinten lesen. Walter Sullivan. Hier sind drei Gräber. Oh nee. Sind das Angela, Dingsbums und Dingsbums? Hier steht ein Name auf dem Grab. James Sander. Das ist unser Grab. Oh Gott, kriege ich direkt Gänsehaut. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Angela Orozco. Orozco. Der Zeitungsartikel. Orozco. Nicht Ouroboro. Warte mal. Hier. Die Leiche eines Mannes, später identifiziert als Thomas Orozco, Holzfäller, liegend entdeckt. Die wahrscheinlich Todesursache mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite. Die Geschütze. Das war's. Kann das sein, dass sie ihren Vater umgebracht hat mit dem Messer, was wir bei uns im Inventar haben? Angesichts der Todestatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Orozco häufig betrunken und gewalttätig war, vermutet die Polizei,
alternativ nicht Raub. Als Verbrechen. Verwandtschaft. Heißt das unten Verwandtschaft? Das würde ja dann passen. Dann kann man sich das ja doch irgendwie zusammenreimen. Sie hat ihren Vater erstochen. Im Liegen. Angela hat ihren Vater erstochen. Aber was mit Eddie? Und was haben wir gemacht? Eddie Dombrowski. Gemälde, der Schlüssel zur Gesellschaft, da ist ein Brief. Direktor, sie ist ein Engel, Keller des Kellers. Kann das sein, dass er da ist, der weggerannt ist? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wo das Tagebuch vom Dach. War hier irgendwas? Nee, das ist alles fertig. Dombrowski. Ich. Zeichnung des Arztes. Ich nahm den Schlüssel vom Direktor. Ich bin kein Dieb. Also aufgrund dieser Schreibweise und der Eddie scheint schon relativ instabil zu sein. Ist der Eddie dieser Mensch gewesen? Inschrift auf dem Galgen, blutgetränkte Sumpfmonument. Zeitung aus dem Schaufenster. Dombrowski. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. An die Wand geschriebene Worte. Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann solltest du einfach sterben. Aber James, du gelangst vielleicht an einen anderen Ort als Mary. Drei Nadeln, Artikel über einen Mord. Lieber Tim. Ach so, das war der Walter Sullivan. Ein alter Schulfreund von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt. Okay, wir haben hier Walter Sullivan ist hier auch. Und die Angela hat auch jemanden umgebracht, deswegen ist sie hier. Also wahrscheinlich ihren Vater. Wen hat der Eddie umgebracht? Er hat gesagt, er hat nur gewitzelt. Lieber Tim. Patientenakte. Jack Davis. Drei Suizidversuche. Joseph Barkin. Wurzelt im Gefühl. Joshua Lewis. Aufzeichnung des Arztes auf Whiteboard geschriebene Zahl. Eindrücke auf Kohlepapier. Wer ich bin. Ja, dadurch, dass der Eddie überall ist, wo wir auch sind, glaube ich schon, dass er diesen Krempel geschrieben hat. Luise. Ich werde mich für immer um dich kümmern. Es ist mein Schicksal. Keller, sie ist ein Engel. Da ist ein Brief. Der Schlüssel zur Gesellschaft. Gemälde mit Pyramidenkopf. Inschrift auf dem Kalk. Also wir haben jetzt eins.
tote Männer. Zum Monument. Kratzer an der Wand, Tick über dem Mord. Brieftasche mit Toilettenschlüssel. Lieber Tim. Also zum Eddie. Ach ja, das war Onkel David, das war der Schlüssel. Fehlt mir dann aber was zum Eddie. Bei der Folge gefundene Karte. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen... dass mir nicht schreibt, wie dann, dass das zum Eddie gehört. Aber ich bin mir da nicht sicher. Sie ist ein Engel. Dombrowski. Hier war das zum Speichern, gell? Ja. Oh Mann, ist das interessant. Das ist so interessant gerade. Aber ich muss leider aufhören. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend oder Tag. Bleibt gesund. Nächsten Sonntag geht es, glaube ich, weiter. Wartet mal, ich muss mal gerade gucken, bei welchem Sonntag wir eigentlich sind, weil ich ja gerade voraufnehme. Wir haben jetzt hier, das ist das. Eins. Also siebte, vierte war eins. 2, 3. Genau, am 21.04., also am Sonntag, am nächsten Sonntag gibt es die nächste Folge, wenn das der 21.04. ist. Ansonsten gibt es sie eher. Auf jeden Fall nächsten Sonntag, 22 Uhr. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist so interessant gerade. Es ist gerade so interessant. Habt einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche oder eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.